So, die Epoche haben wir quasi abgehakt. SmackDown. Um Herausforderer Nummer 1 für die World Heavyweight Championship zu werden. Rey Mysterio versus Batista. Die Chance, der neue Herausforderer Number 1 zu werden, gibt dieser ohnehin bereits erbitterten Rivalität bei SmackDown noch zusätzlich Zunder. Das war auch noch gut. Su Majestat, El Campeón, Su Majestat, La Levanda. Okay. Ich kenne die meisten gar nicht mehr. Kennst diesen Araber da, Mansun? Ach ja, Mansur. Ha, die. Was war's, Maximum Male Models oder irgendwie was? Wo ich mal gedacht habe, so, ach du Scheiße, ey, wenn der in Saudi-Arabien mit diesem diesem metrosexuellen Gimmick da irgendwie auftritt, Junge, da haben die doch schon instant die Steine im Publikum vorbereitet. Junge, also das ist halt dann. Eieieiei. Aber die Managerin, die ist ein. Ja, die ist. Die ist scharf. Obwohl Jamie halt immer noch die Beste ist, ne? Davon mal abgesehen. Jamie ist die Beste. Der Ring riecht ja alle. I would have thought that Batista would have known that walking into that match. Ray, I'm gonna rip your head off. Oh. Richtiger No Creep. stranger to betrayal. Throughout my career, I had people that I thought were friends end up turning their backs on me. But this one, for some reason, it hit a Das very ist halt, soft Dave, spot. ne? I couldn't make sense of what had gone down. You're supposed to be my friend, Dave! If I would have known that this was gonna interfere in our friendship, I would have never have done what 500 I did. Matches in my faction mode, aber wir konnten Batistas Emerald Card. Was ist das für ein Shit? Ich habe daran noch nicht so viel Zeit verbracht. After weeks of verbal and physical assaults, I knew that we could never go back to the way things were. I wanted to make him feel the same way I did, to return that feeling to him. And the best way I could think to do that was to beat him on SmackDown and get the number one contender spot. Hatten, dass ich dann gebettelt. Ich fühle meine Faction gar nicht. Ja, so wie ich das mitbekommen habe, das ist doch so ein so, auch hier sowas wie hier mit diesen Lootboxen, mit diesem Bezahlgedöns, oder? Also, ich habe halt nur so den Anfang mal, also diesen Anfang habe ich einfach mal so angetestet, wo du hier dein Deck oder was auch immer zusammenstellst, aber ich habe da doch nicht ein einziges Match da irgendwo oder eine Herausforderung, was auch immer habe ich da gemacht, keine Ahnung. Ich wollte erstmal so, was jetzt die einfachen Trophäen machen, erstmal so die ganzen Spielmodis mal durchtesten und da so ein bisschen was haschen, ne? So, das Tier ist tollwütig, zeigt Batista. Leichter Combo im Ring, das kriegt man noch hin. Laufangriff von vorn, okay. Scheiße. Hat jetzt nicht so gut geklappt. Na? Das ist doch ihr Laufangriff vom Form vom Allerfeinsten. Ach so. Dann mache ich halt diesen. Laufangriff von Form. Hä? Ich bin zusehends verwirrt. Scheiße, verdrückt. Ich voll. Mensch, scheiße. Jetzt, oh, endlich. Was? Kannst halt Türme spielen. Das sind immer 5 Random Matches und verdienst Punkte für neue Karten, aber die sind so teuer, kannst ewig spielen für ein Pack. Ja, dachte ich mir schon, wo ich das bei dem Download-Dinger, ne, für diese DLCs geguckt habe, dass du hier irgendwie echt Geld reinbuttern kannst. Zum Kotzen. I knew Batista's game plan from the get-go was gonna be to manhandle me.
so I just looked to use the momentum to my favor. I mean, my hope was to be wherever his fists and boots were not. Batista bump! And then before I knew it, I was in the worst possible spot I could ever be in. Just gotta start going crazy, doing whatever I can to get free. Wenn man halt noch überlegt, das war noch eine Anführungsstrichen einfache Smackdown-Ausgabe. Batista can pretty much hurt you with simple stuff, like clotheslines or spears. I literally have to hurl myself at you from tall heights to get that same effect. It definitely did the trick. Ja, ich würde jetzt ein Spear und eine Clothesline jetzt nicht als einfachen Move, also sieht vielleicht einfach aus, aber ich glaube, das ballert dann halt doch ordentlich. Neben dem Ring. Wenn ich jetzt so tue und dann na Seil und immer nach unten, jawollo, führe jetzt irgendwann Laufangriff von vorn gegen mein Fist aus. Das war doch jetzt mit genau, okay, scheiße, das wird Brühe. Jetzt, jawohl. Hol Batista, behalte mit einer Grab-Cambo weiter in die Oberhand. Einer Grab-Combo, okay. Also, der da. Setze Batista auf den obersten Turnbuckle und befördere ihn mit einem leichten. Beschere ihn mit einem leichten Angriff ein böser Waffen. Okay. Komm, Alter. Käst dich hier aus. Ich hab zu tun. Essen steht auf dem Top. So. Du machst jetzt diesen da auf den obersten. Und jetzt was Leichtes. Sehr schön. Das war, oh, das war doch. Das war doch verbotscht. Not that time. So then Batista wanted to get a little out of his element. So I just drop kicked him back down to reality. He gave me a chance to reset the match, just a little, and I was happy to take it. Jo. Du bist am Boden, aber noch nicht geschlagen. Strich an, zeige ein Comeback gegen Batista. Wie geht denn das jetzt? Wenn du auf dem obersten Turnbuckle stehst und der Gegner steht, drücke. Okay, das sind Dinger, die habe ich noch nie gebraucht. Oh, scheiße. Uff. Wie man das immer. Jetzt. Comeback Move. Okay, hat nicht so gut funktioniert. Wir üben noch, wir kriegen das schon hin. Ja komm, jetzt. Mach vom Apron einen Sprungbrettangriff fern. Der war. Genau, okay, okay. Let's go. Ach komm, ey, Arschloch. Shit. So nicht. Nee, ach, Kacka. Jetzt. Geh aufs Ganze, führe im Ring einen schweren Griff von vorn gegen Batista aus. Also. Grappeln und X, ne?
Strike. Hau alles raus und mach den 619 gegen Batista. Okay, du bist der Boss, Spiel. Du bist der Boss. Hallo? Oh, Scheiße. Ach nee, 619 war das ein Signature. Kacker. Nee, das wird nicht. Das kriegt man schon hin, Leute. Da machen wir einfach mal so ein paar coole Moves. Das, aber kann ich hier nicht, das kann ich hier nicht ein bisschen kaputter machen? Was hat denn der Diving Elbow Splash? Finisher! Ich bin einfach so da liegt, so richtig schön den Kopf abgewickelt. Boah, was denn jetzt? Oh, Alter, mach doch nicht diesen. Kacke. Ach, fuck. Ich gebe zu, das kam unerwartet so. Oh, Alter. Da gibt's noch mal einen. Ich will doch ja nur den 619 starten, Alter. Grüße an alle, die jetzt in den Chat mit reingekommen sind. Moin, moin, herzlich willkommen. Ich muss nochmal gucken, vielleicht habe ich vielleicht einen Raid verpasst. Nö! Wie gesagt, recht herzlichen Dank, dass ihr alle hier einschaltet. Und durch das Elend hier anguckt. Damit meine ich mich beim Spielen. Und nicht das Wrestling, weil Catchen doch ziemlich geil ist. So, was ist denn jetzt hier? Das ist 619! Was? Der will mich doch verarschen. Warum? Warum hat denn der das jetzt gekontert? Was soll denn das jetzt? Ich raste den Gänse für mich aus. Toll. Ja, ich kann ja ihn antäuschen, so hier. Friss das. Friss mein 619 auf Wisch bestellt, du Asi. Jetzt soll ich da hinkommen. Ach, du eigentlicher Penner. Sie machen es halt echt spannend. Also ich. Ich will doch hier einfach nur die Scheiße beschaffen. Meine Güte, was ist euer Problem hier? Bringt das überhaupt was? Oh ja. 619. Oh nee, nee. Was wird denn das? Lass mich in Ruhe. Jetzt. 619. Ja, jetzt. Oh, endlich. Ich versuche es noch mit einem Griff von vorne im Ring. Was war das jetzt schon wieder? Ach so, alles klar. Ein Griff von vorn im Ring. Going out on my sword, you know? If I had a breath left, I was fighting him. I couldn't give up. Jetzt kommt der Stuhl zum Einsatz. Let's go, Leute. Warum der Schiedsrichter zensiert wird, ich weiß es bis heute nicht. Au. Oh, he rocked me with that spear. But I wasn't out.
Aber man hat einfach überlegt, das war einfach nur so eine ganz normale Smackdown-Ausgabe und hier geht's halt richtig los. Ich habe gerade wieder eine Mail bekommen von YouTube. Irgendeines meiner YouTube-Videos ist wieder geclaimed, wieder geblockt worden. Finde ich wieder sehr schön. Danke dafür, WWE. I wanted to get revenge on him, but I knew the best way to do that was winning the match and taking the world championship opportunity from him. Da sind die Emotionen ja richtig gut. And his forgetting the goal made it possible for me to get that win. I hated having to fight him, but hey, you gotta do what you gotta do. Okay. Da kann man sich halt auch noch richtig gut, also was jetzt richtig gut erinnern, das wäre halt, oh, das, wie, wo Rey Mysterio und Batista, wie die sich gebieft haben, das ist halt auch so ein Ding, so, yo. Die Storyline war schon ganz nice. Zu wild, was 2009 abgeht. Und wir haben Batista freigeschaltet. Yay. Schauen wir uns jetzt mal an, was es als nächstes gibt. Ich finde das immer gut, dass ich bei den Matches immer rausgehe. Weil so kann ich das dann beim Zurechtschneiden, kann ich das dann besser in die Episoden einschalten, wenn sie denn kommen.